Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Punch Club. Ich habe euch versprochen, dass wir gucken werden, was es mit dem Magier auf sich hat. Im Sportgeschäft kann ich ihn treffen, hieß es, glaube ich. Ja, da ist er. Sieht genauso aus wie Meister Proper. Psst, psst, hierher. Der Typ ist riesig und trägt eine Brille, also muss er schlau sein. Da steckt Magie drin. Mal schauen, was der Magier sagt. Du bist der Typ mit den Zaubertricks. Zauberei? Nein, nein, das ist Wissenschaft. Ich habe Tränke, die dich härter, besser, schneller und stärker machen. Die mische ich in meinem Keller. Du siehst aus, als wärst du mutig genug, um sie auszuprobieren. Klingt ja toll. Nee, das möchte ich nicht machen. Das ist es. Es gibt natürlich ein paar Nebenwirkungen, aber nichts Schlimmes. Das bezweifle ich ganz stark. Und ganz bestimmt nichts, was einen mutigen Typen wie dich aufhält. Okay, das sieht jetzt tatsächlich ungefährlich aus. Aber... Ich brauche eher Talentpunkte als so ein Scheiß. Aber mit meinen 41% Gesundheit kann ich nicht kämpfen gehen. Gibt es irgendein Essen, was Energie ziemlich effektiv auffüllt? Ich meine, ich hätte die Kohle. Gehen wir mal kurz zum Supermarkt, mal Abo fragen. 10, es gibt alles nur 10 Herzen. Ich müsste 5 Pizzen essen. Das wären $45. Eine habe ich schon. Scheiß drauf. Dafür ist Pizza also da. Um seine Energie schnell wieder aufzufüllen. Ich meine, die Energie wird auch gleich aufgefüllt. Der Hunger. Ist ja dann schön, ne? Schöner Nebeneffekt. 72%. Ja, komm, eine erstmal noch. Müsste ich 82% haben? Jupp. Ach komm, noch eine. 92%. Vielleicht wird es wieder so ein ultra knappes Ding. Ich würde mal gerne... Ich habe jetzt hier zwar so diese... HP 186, wenn ich full bin. Schon ein Haufen. Dann mache ich jetzt noch den Ultimate Fight. Wieder gegen 2. Oh. Sehr hohes Geschick, aber der hat nicht viel Ausdauer. Aber auch nicht viel, auch nicht viel Stärke. Deswegen wird ihm seine geringe Ausdauer vielleicht gar nicht so zum Verhängnis werden. Ich bräuchte so Talente, wo ich ihm halt jetzt zum Beispiel ständig die Energie abziehe. Sowas habe ich halt nicht. Ich bin jetzt hier gerade auf volle Pulle Angriff. Ich mache mal wieder hier, nee, nicht blocken. Ich mache das Wind ausweichen und das hier. So, diese Vorteile, das ist bei mir automatisch aktiviert oder ich, weil ich das nie sehe? Wie ist das? Recht hohes geschickter Typ. Ja. Recht genaue Schläge. Ich bin kein einziges Mal dem ausgewichen, ernsthaft. Es war zwar nicht so brechend viel Damage, aber... Ich meine... Ich hätte ruhig mal ausweichen können. Und gegen so einen Gegner ist diesen Schaden, den ich durchs Ausweichen mache, jetzt auch nicht so der Brüller. Ich will nicht so viel Energie verbrauchen. Ich nehme Schlag rein und blocken. Ich meine, der macht nicht genug Damage, da lohnt dieses Ausweichdings ja kaum. Spare ich mir lieber die Energie. Oh. Gut. Gut, dass ich niedergehauen habe, nicht mich. Um meine Energie aufzufrischen. Jawohl. Ein HP noch. Gut. Den ersten haben wir schon mal geschafft. Jetzt kommt der zweite. Der wird Ausdauerprobleme kriegen. Und bei dem lohnt sich vielleicht das Ausweichen etwas mehr. Ich nehme den Kick rein. Oh nein, das nicht. Das Ausweichen und das.
Puh, der macht ordentlich Damage. Aber er hat schon unglaublich viel Energie verloren. Aber ich habe auch gerade zu wenig zugeschlagen. Ich will zurückschlagen. Ups, da habe ich wieder das Falsche rausgenommen. Ich habe volle Energie nach der ersten Runde. Ne, ich nehme ausreichend rein statt dem Schlag. Wow, ernsthaft? Du triffst ihn nicht? Wir haben uns gegenseitig gerade eben oft nicht getroffen. Ja, jetzt... Jetzt hast du keine Energie mehr. Jetzt siehst du alt aus, Kerle. Ja, ich lasse das so. Das sieht gut aus. Den Paddy werden wir so sicherlich besiegen können. Da ihm einfach die Energie fehlt. Ich wiederhole mich, glaube ich, ziemlich oft. Ich sage ziemlich oft, dass ihm die Energie fehlt. Aber es ist halt einfach so. Das ist der Grund, warum ich den Kampf gewinne. Er hat nicht genug Ausdauer. 3 AP noch. Das werden wir wohl hinbekommen. Das ist ein halber Treffer. Jawohl. Nice. 7 Talentpunkte, minus 20 AP, 150 Dollar wieder oben drauf. Wow, das lohnt sich richtig. Paddy Daddy besiegt. So. Wie erlange ich eine Profikarte? Ich brauche 18 Talentpunkte. Die Wahl hier. Professional Multicard. Gewinn das Challenge Playoff. Was ist denn das Challenge Playoff? Ist es die Anfängerliga? Das ist doch die Anfängerliga und kein Challenge Playoff. Naja, ich melde mich mal wieder für die Anfängerliga an und trainiere vielleicht doch mal mein Geschick auf 9. Schaffe ich das? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Haufen Kohle. Also gehe ich mal zum Supermarkt und kaufe meinen Kühlschrank wieder voll. Und auch nochmal ein bisschen Pizza, falls ich mal wieder falls ich mal wieder Energie brauche. Oh, ich könnte versuchen, gegen das Krokodil zu kämpfen. Es geht offensichtlich nicht mehr. Und eine Pflanze sehe ich hier auch nicht. Immer noch nicht. Ja, was mache ich denn hier? Ich kann direkt trainieren gehen eigentlich. Und zwar ein Punching Ball, da ich jetzt mir überlege, doch das 9. Geschick mal zu holen. Da der Rest gerade recht wenig Sinn macht. Gut, aufs Laufband könnte ich noch. Das sollte ich machen, damit ich den 8. Ausdauerpunkt nicht verliere. Joa. Das halte ich für recht sinnvoll. Aber jetzt mal ohne Witz, warum kriege ich Laune dazu, wenn die Bälle nicht mehr gefüllt sind? Ist doch schon merkwürdig. Und warum habe ich so unglaublich viel Geld? Und mein Kühlschrank ist voll und ich habe trotzdem Geld ohne Ende. Boah, 72 verloren und nur 110 gewonnen. Das ist halt schon heftig. Ich glaube nicht, dass ich so den 9. Geschickpunkt erreichen kann und den auch noch halten kann. Also erreichen könnte ich ihn vielleicht schon, aber ich kann ihn nicht halten. Mal sehen. Da oben sind Spinnenweben, die könnte ich auch mal wegmachen, links oben an meinem Haus. An meinem Dach. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, jetzt müsste ich sowieso bald mal schlafen gehen. Beziehungsweise eher mal essen. Und dann vielleicht auch ein bisschen schlafen, dass das Training im Punching Ball wieder effektiver ist.
Das ist, glaube ich, gar nicht so doof. Das mache ich jetzt noch, bis ich zu hungrig bin. So. Das ist soeben eingetreten. Einmal die Pflanze gießen. Der hat auch Durst. Ich habe übrigens auch Durst. Muss nach dieser Session gleich mal was trinken. Jetzt mal Fleisch essen. Ein bisschen schlafen legen. Der Kampf ist ja morgen, ne? Oder die Kämpfe sind morgen. Jo. Das heißt, heute habe ich nochmal einen ganzen Tag zum Trainieren. Ich hätte vielleicht mal meine Katze streicheln sollen. Immer noch? Ernsthaft? Das hält mich natürlich ein bisschen auf. Das Positive an diesem Nunchuck-Dingens ist, dass ich das andere auch so weit weiter trainiere, dass ich den Punkt dort nicht verliere. So, jetzt habe ich den 9. Punkt erreicht. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass ich ihn noch halten kann. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich wünsche es mir. Schlafen kann ich auch schon wieder. Na, was essen. Ich meine, es würde jetzt tatsächlich gar nichts bringen, die Stärke auf 4 oder das Laufen auf 8 einzuloggen, da ich es sowieso ständig mit trainieren muss. Ich kann da nicht nur ständig im Punching Ball stehen. Somit verliere ich die Punkte sowieso nicht, egal was ich mache. Aber jetzt bin ich unglaublich stark. 4, 9, 8. Ich meine, wenn ich da in der Liga verliere, gehe ich wieder gegen so einen komischen Hans Wurst, das wäre schon ein bisschen tragisch. Mal die Pflanze gießen. Und was essen. Zwei Stück. Dann noch die Katze streicheln und dann schlafen legen. Und bis ich ausgeschlafen bin, kann ich kämpfen. Also, sobald ich ausgeschlafen bin. Oder, ja, der Tageswechsel kommt ja gleich. Und dann gibt es den nächsten Kampf. So. Jetzt mal schauen, ob ich diesmal gewinne. Dragon Ray, den habe ich schon mal geschlagen, oder? Ich lasse mal hier meine energiefressenden Schläge drin. Und kack mal auf dieses Gegenschlag-Dingens. Das ist irgendwie nicht so toll, wie ich es mir erhofft habe. Ich habe irgendwie gedacht, ich mache damit mehr Schaden. Okay. Der Typ scheint machbar zu sein. Vielleicht sogar in der ersten Runde, wenn ich ihn noch zweimal ordentlich treffe. 2 HP noch, komm. Jawohl. In der ersten Runde. Das war leicht. 7 Talentpunkte, 20 Dollar. Sehr schön. Und kein Energieverlust, kein Gesundheitsverlust. Jo, was machen wir jetzt rein dafür? Die schnellen Reaktionen. Aber ich würde mal eher lieber gern sowas haben, was Halsabschneider. Hoher Schlag erhöht die Energiekosten für alle Talente des Gegners. Wow. Also aber nur, wenn ich ihn damit treffe. Ersetzt hoher Schlag. Verbraucht 8 Energie bei 11 Schaden. Dafür bräuchte ich aber den Techniker, den ich ja eigentlich eh wollte. Damit kann ich noch öfter ausweichen. Aber der Schlaghagel ist halt auch nicht schlecht. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Die Qual der Wahl. Oder ich gucke, dass ich halt weiter vorkomme, indem ich zum Beispiel den Reißesser hole. 15% mehr Geschick beim Training. Das brauche ich auf lange Zeit gesehen sowieso. Wie ist es denn hier zum Beispiel? Denn Stärke und Ausdauer können nicht höher als 8 sein. Oh. Dafür kann ich aber Fall nicht in 3 holen. Muss auf 13 einloggen. Das ist so der Punkt, wo man sich entscheiden muss.
könnte dann nur noch über den Reisesser zur kontrollierten Wut, wenn ich das da oben nicht nehmen will. Dann kann ich kein... Ach, darüber brauche ich noch gar keine Gedanken machen. Ich bin eh noch nicht, lange nicht so weit. Ich nehme eine Technik, aber ich möchte öfter ausweichen. Ist mehr Geschick abhängig, aber das ist mehr recht. Ich habe eine Menge Geschick. Und dann könnte ich mir dann den Halsabschneider holen. Um ihn die Energie auszusaugen. Es ist, glaube ich, ein Bug, dass ich durch Unaufhaltsam auch die Gegenreaktion bekommen habe. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es von den Programmierern so gewollt ist. Naja, ich kämpfe jetzt mal in der Ultimate Liga. Ich fühle mich nämlich recht fit dafür. Oh, okay. Not bad. Ich habe ja eben ein... Was ist das? Ach, das ist schon ausgewählt, ja natürlich. Eben mehr Ausweichen gelernt. Mal schauen, was das bringt. Hoffentlich. Da schon mal ausgewichen und nochmal. Also Gegner weicht aber auch gut aus. Okay, er hat uns bisher noch kein einziges Mal getroffen. Oh, jetzt. Aber dafür, dass er so oft zugeschlagen hat, hat er schon recht selten getroffen. Einmal, zweimal. Meine Energie ist aber nicht so toll. Ich nehme mal den Gegenschlag rein. Ah ja, das wäre doch jetzt richtig effektiv, wenn ich so oft ausweiche. Ich nehme den hohen Rückschlag raus, der verbraucht zu viel Energie. Oh, nee, nicht blocken. Was mache ich denn hier? Das ist ja den Gegenschlag. Gucken. Okay, ausgewichen, kein Damage gemacht. Jetzt 3 Damage gemacht und... Oh, habe ihn richtig viel Damage gemacht durchs Ausweichen. Nice. Es ging aber so schnell, dass ich gar nicht zählen konnte, wie viel das war. Meine Energie ist aber gerade ziemlich am Ende. Aber seine auch. Habe ihn niedergeschlagen. Sehr schön. Was hat er eigentlich für Vorteile hier? Boxer erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass alle Boxtalente Ziel treffen. Ja, das klappt aber nicht so gut. Alle positiven Effekte halten länger an. Ah ja, der Dauerbrenner. Den ich auch gerne hätte. Okay. Noch einmal draufgeschlagen, ist er umgekippt. Ich gewinne. Okay, der ist auch... Nicht ohne. Hat allerdings keine Vorteile. Das gefällt mir. Curtis. Kämpfe mal gegen Curtis. Hat auf jeden Fall dicke Muckis, der Typ. Ein Damage gemacht durchs Ausweichen. Boah. 2 Damage durchs Ausweichen. Ich meine, das kann am Ende ja schon die Entscheidung bringen. So ein... Ja, da, das war jetzt wieder einiges, was ich... Boah! 17 Damage durchs Ausweichen. Okay, er hat mich niedergeschlagen, da meine Energie am Ende ist. Das Einzige, was ich machen könnte, ist diesen billigen Schlag mal reinnehmen für eine Runde. Mal gucken. Ich denke mal nicht, dass er mir jetzt in einer Runde hier 155 Damage machen wird. Ich meine, er macht sich ja selbst Damage, wenn ich ausweiche. Autsch. Vorausgesetzt, ich habe noch Energie zum Ausweichen. So wie eben. Ich könnte es auch einfach volle Pulle versuchen draufzuhauen, um ihn umzunocken. 49 AP, ne, ich mach das jetzt nochmal so. Eine Runde. In der Hoffnung, dass vielleicht seine Energie sogar flöten geht. Ja, Damage gemacht mit Ausweichen, sehr schön. Okay. Schlag ihn nochmal runter, jawohl. 6 AP noch, ja, das lassen wir jetzt so bis zum Schluss. Okay, da ist es sowieso schon vorbei. Wir gewinnen mal wieder, wie auch sonst. Wir haben schon wieder 150 Dollar bekommen. Ich habe 316 Dollar auf meinem Konto. Oh mein Gott. Wow. Gleich mal wieder anmelden. Ich bin gerade wirklich unaufhaltbar. Es geht gerade echt schnell. Also der Anfang war recht zäh, aber jetzt gerade... Puh, ich gehe ganz schön ab. Ich könnte mal ins Camp gehen und vielleicht doch so ein... Jetzt habe ich Bock, mich zu schlägern. Bobo fragen. Verdiene etwas Geld. Heute ist ein guter Tag. Ich warte immer noch. Worauf denn? Dass ich mal für ihn arbeiten gehe wahrscheinlich.
Ja, aber das möchte ich nicht unbedingt machen. Wie viele bin ich denn in der Liga? Wieder Dritter. Ich hatte meinen Platz ja abgegeben. Naja. Charakterinfos, Vorteile, Eigenschaften. Hier ist es jetzt drin, der Techniker. Ist es jetzt immer aktiviert, wenn ich kämpfe? Wahrscheinlich schon. Hm. 10 Talentpunkte. Für mein nächstes Talent brauche ich 19. Oh. Weiß noch gar nicht, was ich dann nehmen soll. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay. Das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Vielleicht erreiche ich da ja. vielleicht erreiche ich dort ja genügend Talentpunkte, um mir ein neues Talent freizuschalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.